Heute kannst du zeigen, wie viel Energie du hast. Dort im Türrahmen. Leute, alle Geräte hier spielen komplett verrückt. Almost like Christmas. That is crazy. Komm zurück. Ich schließe jetzt meine Augen und zähle bis drei. Spiele mit mir. Ja, hi Leute, da melde ich mich auch schon wieder zurück. Etliche Kilometer weiter und etliche Zeit später. Wir haben es jetzt mittlerweile 4 Uhr in der Früh oder kurz nach 4 sogar. Und ja, wir sind jetzt quasi an der nächsten Location. Auch eine Location, die ihr schon kennt von meinem Kanal. Ich nenne es jetzt einfach nur noch das Haus der Dämonen. Aufgrund der ganzen Erfahrungen, die ich bis jetzt dort gesammelt habe. Und es ist das Haus meines Halloween Specials. Das Haus an der Bahn. Oh. Hallo? This is the room that's speculated where the man died or... Jetzt wisst ihr, von welchem Haus ich rede, oder? Ich muss euch was beichten, Leute. Ich habe noch einen kleinen Special Guest mitgebracht. Und damit meine ich nicht Brian, sondern da ist noch jemand drin, der eventuell Bock hat, heute hier mit uns in Kontakt zu treten via Kommunikation. Okay, wir haben jetzt gerade mal mit dem EMF die Räume hier oben abgelaufen, um zu checken, wo das EMF am meisten reagiert. If you're here with us right now, that green light, can you touch it? Do you know how to touch it? All you have to do is go near it, and that'll let us know you're here with us. So Leute, ich hole jetzt mal unseren Special Guest hier raus. Ist irgendjemand hier mit uns in diesem Haus? Wir würden dir auch sehr dankbar sein, wenn du mit uns kommunizieren tust. Gerne darfst auch du, Astrid, jederzeit mit uns sprechen und
auch dein Ballonlicht an deiner Halskette zum Leuchten bringen. Wenn du dazu Energie brauchst, dann nimm dir diese Energie, okay, das EMF. Das EMF hat gerade bis ins Rote ausgeschlagen. Astrid, kannst du das EMF vor dir, das Gerät, das Schwarze mit der grünen Lampe, noch einmal zum Ausschlagen bringen? Danke. Kannst du es auch bis ins Rote zum Ausschlagen bringen? Ich wäre dir wirklich sehr dankbar. Heute kannst du zeigen, dass du da bist. Heute kannst du zeigen, wie viel Energie du hast. Hier in diesem Haus. Vielleicht findest du noch mehr Energie. Bring doch das EMF bitte noch einmal zum Ausschlagen. Danke. Kannst du es noch weiter zum Ausschlagen bringen? Wir befehlen es. Wir befehlen es. We just got here and all the detectors are going off, like almost like Christmas. That is crazy. That is great. That's never happened. We had the bear in the tunnel and it didn't do anything. Ich kann das Ganze nochmal. Zu deiner Rechten. Zu meiner Rechten. Ich stell dir mal noch was dazu, und zwar eine Art Portal. Das ist ein Spiegel. Das ist ein Dämonenspiegel. Du kannst dich gerne jederzeit hinter mir in diesem Spiegel zeigen, wenn du das möchtest. Du, liebe Astrid, und auch gerne jegliche andere Präsenz, die hier anwesend ist, heute mit uns zusammen. Wir sind in guter Absicht hier und wir möchten in keinster Weise euren Frieden stören und wir möchten auch keinen Ärger mit euch. Wir möchten einfach nur uns ganz normal und ganz nett mit euch unterhalten, euch ein paar Fragen stellen und ein paar Antworten von euch bekommen. Und wenn ihr das tun würdet, dann wären wir euch auf jeden Fall sehr dankbar. Darum frage ich noch einmal, ist irgendeine heute hier mit uns zusammen, irgendeine Präsenz? Irgendeine Seele? Oh wow. Grandpa. Abstoßend. Abstoßend. It said, I remember you. We were here before. Yeah. And it said, I remember you. And then the grandpa. Bei mir kam jetzt gerade das Wort abstoßend, während hier drüben bei Brian der Rampart ausschlagen tut. Dort im Türrahmen steht der Rampart von Brian und der ist dauerhaft am Ausschlagen. Und die App von Brian sagte gerade, dass sie sich an uns erinnert. Und das ist möglich, weil ich war ja schon mal mit Brian und ich selbst war ja schon mehr als dreimal. Okay, das EMF schlägt auch gerade aus. Jetzt guckt euch das an. Zwischen EMF und Rampart. Warum bist du hier? Liegen ca. 4 Meter. Einverstanden. Warum bist du hier? Wir sind hier, um mit euch zu kommunizieren. Und wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr uns Antworten geben könntet auf diverse Fragen, die wir euch stellen. Einverstanden, sagtet ihr. Seid ihr einverstanden damit, dass wir hier sind? Hey, I hear voices. Where? Outside. 43. Leute, alle Geräte hier spielen komplett verrückt. Okay, ich gehe jetzt mal in den Raum, in dem ich mein Halloween-Special gedreht habe. Komm zurück. Can you knock back?
ich soll zurückkommen. Okay, ich komme zurück. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du dann ein Wort wiederholst, welches ich dir sage, und das Wort, das du wiederholen sollst, soll sein heute, Nacht oder Dämon. Du darfst dir eines dieser drei Wörter aussuchen. Und ich gebe dir auch Zeit. Ab jetzt hast du 1-2 Minuten Zeit, eines der Wörter zu wiederholen oder meinen Namen. Lächeln. Lächeln. Was meinst du mit lächeln? Belächelst du mich? Machst du dich lustig über mich? Oder habe ich dir ein Lächeln in dein Gesicht gezaubert? Vielleicht in dein Gesicht. Schmelzen. Bist du am Dahinschmelzen vor Lächeln? Bist du gerade hinter mir im Spiegel zu sehen? Hinter mir ist gerade ein Schatten aufgetaucht, kann das sein? Vielleicht sieht das aber auch nur auf meinem Display so aus. Du kannst dich gerne hinter mich stellen und ich kann dich dann im Spiegel sehen. Wer auch immer hier ist, stell dich bitte hinter mir, rechts hinter mir, damit ich dich im Spiegel sehen kann. Ich schließe jetzt meine Augen und zähle bis 3. Und in diesen 3 Sekunden hast du Zeit, dich hinter mir zu zeigen. Los geht's. 1. 2, 3, zeig dich jetzt. Bist du noch zu schwach? Oder seid ihr noch zu schwach? Habt ihr noch nicht ausreichend Energie? Dann nehmt euch gerne diese Energie. Nehmt euch gerne jede Energie, die ihr in unseren elektronischen Geräten finden könnt. Nutzt die Energie unserer Kameras, unserer Taschenlampen, unserer Powerbanks. We respect you. I know you're making the EMF readings go off the chart today, but can you make another kind of noise? David said the last time he was here that someone or something scratched on the wall. Can you scratch on the wall for me now? Can you ask it to David in German? An die Präsenz meines letzten Besuchs. Wärst du dazu bereit, nochmal an der Wand zu kratzen, so wie du es beim letzten Mal auf Kommando getan hast? Okay, I'll make a noise. Can you make a noise? That's what we're asking. Spiele mit mir. Spiele mit mir. Play with it. Yes, we're playing with you. Will you play with us?
Make a noise. Oh, der das EMF geht bis ins Rote. Oh, and at the same time to my left, I thought in the corner of my eye, I thought I saw somebody there. And David said when I did that, the EMF over there went to the bed. Guckt euch das EMF an, Leute. It was silent for a few minutes there. There. Silly? Or what? Geh nicht dorthin. Don't go where? Oh, there, the bear just went back on. You see the red light in the other room? Okay, you're touching this and the bear and this, but in the other room there's a red light. If you want to let us know right now that you understand us, can you touch that red light over there? It's been quiet for quite a while. Oh, it did. It did. On command. Thank you very much for doing that. Can I hear it? No, but we can see it. We see the blue light. David, stay to your left so I can see the blue light. Okay, so we can't hear it, but we can see the blue light. Can you make a noise now? Turning blue again. So you're lowering the temperature. You must be near it because the temperature over there is going down. That's what the blue light stands for. Jetzt wird's gerade extrem kalt hier drinne. Sehen. Wer ist das Sehen? Ja, ich kann meinen Atem sehen, weil es hier kälter drin wird. Seid ihr dafür verantwortlich? Nicht gehen. Nicht gehen. Don't go. Die Lampe ist wieder blau. It is so cold in here. Okay, der Ramport schlägt aus. Danke dafür, dass du das tust. And the bear is on now again too at the same time. Verschiedener Meinung sein. Different opinions. I don't know what. I don't think we have a different opinion here. It's clear that you're causing very major activity here. Was that your footsteps earlier that I heard? Ja, liebe Leute, an dieser Stelle endet auch diese kleine Ghost Session hier für euch. Den Rest könnt ihr dann später auf dem Kanal von Brian's Paranormal Travels Channel sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video wie immer einen Daumen nach oben, schreibt ein nettes Kommentar dazu und über dein Kanalabo würde ich mich definitiv sehr freuen. In diesem Sinne, liebe Leute, passt auf euch auf, denn das Böse schläft nie. Bis zu meinem nächsten Adventure auf Dark Tourism. Ciao, ciao.